waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... Wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... Nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... Nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid hier völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Oh, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Hallo? Ja? Ja?
einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. So, nach diesem interessanten Intro möchte ich euch nun zu einem neuen Let's Play-Projekt begrüßen, meine Lieben. Und zwar habe ich mir gedacht, ich spiele mal wieder ein Point-and-Click-Adventure mit dem wunderbaren Namen Sam & Max Hit the Road. Vielleicht kennt das Spiel ja der ein oder andere von euch. Ja, man merkt jetzt schon, das Spiel ist sehr direkt. Also hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und ja, wem es vielleicht aufgefallen ist, Max hat genau die gleiche Stimme wie Bart Simpson aus den Simpsons. wir sind jetzt also nun im Büro der Freelance Police. Es sieht ja ziemlich abgerockt hier aus. Und gut, dann wollen wir uns hier doch mal ein bisschen umsehen. Also wir haben ein paar Aktionen zur Auswahl. Würdest du bitte nochmal das Inventar öffnen? So, wir können was ansehen, wir können etwas nehmen, sprechen, benutzen und wir können auch Max benutzen. Mit dem Rechtsklick der Maus können wir die Aktionen wechseln. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Wir haben viel zusammen durchgemacht, der Fernseher und ich. Und was ist mit Max? Hast du mit dem nicht viel durchgemacht? Anscheinend nicht. Gut. Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Bis sie mitbekommen, dass wir die Rechnung nicht bezahlen. Das ist natürlich schlecht, wenn ihr die Rechnung nicht bezahlt. Aber nun gut. Ja, es ist auch das erste Let's Play-Projekt mit meinem neuen Mikrofon. Ich hoffe, der Ton ist so in Ordnung. Ich probiere noch ein bisschen rum damit. Vielleicht ist es nicht ganz so perfekt, aber es dürfte auf jeden Fall besser klingen schon. schauen wir uns das hier mal an. Vertikaler Besteckkasten. Das nennst du Besteckkasten. Kannst du das nehmen? Oh, okay, gut. Er hat alles wieder dorthin geschmissen. Können wir aus dem Fenster sehen? Nein, können wir nicht. Ist aber auch ziemlich makaber, dass sie einfach die Zeitbombe einfach nach draußen werfen auf die Straße und damit einfach irgendwelche unschuldigen Menschen umbringen in einem Bus, der einfach da unten steht. Tja, gut. Viel können wir uns hier gar nicht ansehen. Das ist ja wohl offensichtlich. Das nennst du offensichtlich? Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Also, es sieht echt wunderbar hier aus. Ich weiß nicht, was die beiden hier veranstaltet haben in diesem Raum. Ich meine, die lassen selbst hier eine Ratte durch dieses Loch irgendwie in ihrem Büro rumlaufen. Willst du das Telefon benutzen? Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Gut. Dann nicht. Ein mächtig cooler Lichtschalter. Mächtig cool? Was ist an diesem Lichtschalter mächtig cool? Das kann ich nicht aufheben. Oh, das war aufheben. Gut, dann benutzen. Wow, es ist dunkel. Gut, mach mal wieder an. Obwohl, wir machen mal lieber aus. Wir wollen auch ein stromsparender Umweltmensch sein. Nein. Ich glaube, hier gibt es nichts, was wir irgendwie aufheben können. Also gehen wir jetzt einfach mal raus. Hinaus. Wir gehen nicht nach oben. Nicht seit des Unfalls. Welcher Unfall? Könnt ihr mir mehr dazu sagen? Bitte, vielleicht. Vielleicht werden wir irgendwann mehr darüber erfahren. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es auch ein ewiges Geheimnis bleiben. So, du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das. Wow. Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Tja, dieser Flint scheint wohl ein sehr interessanter Nachbar zu sein. Aber ich meine, hey, er hat einen Smiley in die Wand geschossen und den können wir uns nicht ansehen. Und wir können wahrscheinlich auch nicht bei dem reingehen, so wie es auch sieht.
Nein, scheint nicht so. Ja gut, jetzt hängt hier dieser Typ mit seinem Kinn am Treppengeländer. Oh, ich weiß was. Wir können was Fieses machen, daran erinnere ich mich noch. Wir können Max benutzen, um den Typen hier nach unten zu befördern. Unnötige Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Du bist ein liebenswerter Bengel. Autsch. Ja, das war wirklich unnötige Gewaltanwendung, aber es war doch irgendwie witzig. Gut, dann gehen wir hier runter. Gott, selbst diese Stadt, in der die zu leben scheinen, ist total, ja, schäbiges Büro und schäbige Stadt, so wie es aussieht. Einbahnstraße. Fahrzeuge werden gestohlen. Oh, okay. Diese Warnung sollte man ernst nehmen. Boscos Waffen, Spirituosen, Babyzubehör. Vor allen Dingen das Babyzubehör, das passt da auch so super rein. Schmuddelige Büroräume zu vermieten. Also wenn das schon da so auf dem Schild draufsteht, dann glaube ich nicht, dass das mir irgendjemand mieten möchte. Können wir uns vielleicht den Briefkasten ansehen? Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Ich habe mir zwar nicht das Auto angesehen, aber ist okay. Das kann ich nicht aufheben. Da fahren sie. Was für ein Fahrstil. Genau, eigentlich wollte ich das Auto noch gar nicht benutzen. Und zwar meine ich mich noch daran zu erinnern, dass, oh Gott, ist das schon wieder ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich kann mich auch gar nicht mehr so wirklich entsinnen, dass ich das, ob ich das damals irgendwie durchgespielt habe. Es gibt auch sehr wenig Sachen, an die ich mich noch wirklich erinnere von diesem Spiel. Das ist mindestens schon genauso her wie die, genauso lange her wie die letzten Monkey Island Teile. gut. Ja, wir müssen, glaube ich, noch mit dieser Katze hier reden. Eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Lass sie uns mitnehmen und Tesafilm unter ihre Pfoten kleben. Ach, Max, du hast Ideen, ey. Oh, da ist noch eine Katze. Sieh nur, eine andere Katze. Eine süße, runde, pausbäckige Katze. Sieht so aus, als wäre sie in eine Dreschmaschine gefallen. Wie gemein. Hey, mein kleines, süßes Kätzchen mit dem fehlenden Auge. Wie geht es dir heute? Miau. Ist das alles, was du sagen kannst? Miau, miau. Ich glaube, sie ist durch die engen Maschen unseres Schulsystems gerutscht. Die engen Maschen unseres Schulsystems. Okay. Mietz, mietz, mietz. Miau. 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 Sam, ich glaube nicht, dass uns das hier viel bringt. Gut, mit dieser Katze können wir also nicht reden, aber ich weiß, dass diese Katze hier sprechen kann. Hallöchen. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Oh, okay. Diese Stimme habe ich jetzt nicht erwartet. Hallöchen. Was ist das für eine Stimme? So eine Katze, die, okay, die sieht ein bisschen strange aus, weil ihre Augen irgendwie so komisch rumschielen. Aber wer hätte jetzt erwartet, dass sie so eine tiefe Stimme hat? Ich meine, hey, redest du mit mir? Was? Vielleicht. Bist du ein raffiniert verkleideter Kontaktmann? Vielleicht. Seid ihr die Freelance Police? Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Oh ja, richtig. Was machst du da? Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt, aber ich kann sie nicht wieder hochwürgen. Das ist natürlich schlecht. Was können wir tun? Ich rede noch mal mit... Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Nee, mit deinem Opa. Werd bloß nicht pampig, sonst wird mein Partner mit deinem räudigen Fell meine Winterjacke ausbessern. Das ist unhygienisch und außerdem Frauenarbeit, Sam. Okay. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Dein Kopf ist beunruhigend unproportional zu deinem Körper. Das sind die Stimmbänder. Ihr würdet staunen, wie viel Platz sie brauchen. Als ob deine Stimmbänder so groß sind.
Gut, aber ich weiß, was in diesem Fall zu tun ist. Max, würdest du dich bitte darum kümmern? Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Lecker. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Okay. Ihr habt's gehört. Wir sollen also bei der Kirmes vorbeischauen. Tja, Max ist... Der tut einfach alles gleich so direkt. Einfach mal dem Kontaktmann den Arm in den Hals stecken. Passt schon. Gut, aber jetzt können wir das Auto wirklich benutzen. Jetzt müssen wir auch wohin. Ich war vorhin ein bisschen voreilig. Das sollte nicht sein. So, jetzt. Meine Güte, endet mal was an eurem Fahrstil. Das ist ja furchtbar. So, wir müssen nun also zur Kirmes. Hier ist ein Zelt mit einem Clown drauf. Das könnte natürlich die Kirmes sein. Woanders können wir ja noch nicht hin. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Ist das so? Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist des Teufels Zahn, wie Max. Die Cashman-Brüder-Shows. Tja, Max ist halt nicht gerade sehr liebenswert. Stopp! Was zum... Verzeihung? Guten Tag. Du netter, feuerspuckender Mann. Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der Kurze mit dem peinlichen Haarteil und der Lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Hey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? Ja, lass mich rein. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Das hatte gerade überhaupt nichts irgendwie von Paulchen Panther, aber es ist okay. Stopp! Oh Mann! Vielleicht müssen wir ihm... Das sind die Anweisungen unseres Commissioners. Genau. Die besagen, dass wir hurtig zur Kirmes fahren sollen. Genau die wollte ich doch jetzt benutzen. Vielleicht können wir ihm die zeigen und dann lässt er uns vielleicht durch. Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Oh, super, du hast es abgefackelt. Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Dieses Grinsen schon vor allem. Oh, yeah. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben. Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Guten Tag. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb. Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Gut, dann schauen wir uns das doch mal an. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen?
Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Mit kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Hilti im Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Könnten. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Oh, vielen Dank. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? So, nun haben wir also ein Tagesticket, mit dem wir uns frei auf dem Gelände bewegen können. Das ist natürlich wunderbar und erstmal möchte ich das hier aufheben. Das ist sehr verdächtig. Ein nasses Haarbüschel. Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Sei nicht albern, Max. Wow, das bedeutet, wir können alles umsonst benutzen. Steht da irgendetwas von Popcorn, Sam? Tut mir leid, kleiner Freund. Ihr mutierten, davilistischen Albträume. Ich könnte eure Beine um den Kopf wickeln und euch Lambada tanzen lassen. Vielleicht solltest du sowieso kein Popcorn essen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich brauche das Cholesterin nicht. Vergib meinen niederen Beweggründen, Sam. Ich brauche das Cholesterin nicht. Ich glaube, wo er das... Max den Zucker nicht braucht, der im Popcorn enthalten ist, weil ich denke, dann ist er wahrscheinlich nur noch mehr, noch anderer drauf, vielleicht irgendwie noch, ich weiß nicht. Ja, das ist ja ein sehr interessantes Zelt hier. Ich würde sagen, wir schauen uns hier jetzt noch ein bisschen um. Zumindest hier. Er sieht köstlich aus. Köstlich? Okay. Er ist ein netter Kerl, aber auch ein armer Topf. Was für ein Wortspiel. Erinnert mich irgendwie an Kafka. Jesse James' abgetrennte Hand und sie zuckt noch. Oh. Kannst du mit ihm reden? Oh, man kann mit ihm reden. Hi. Hi. Ich glaube, es macht keinen Sinn, mit ihm zu reden. Hallo. Okay, dann nicht. Können wir mit dem Wasserhahn-Typ reden? Wahrscheinlich nicht. Hallo? Das klang gerade voll merkwürdig. Hallo? Das klingt wie eine schnupfende Nase. Hallo. Okay, ich geb's auf. Was können wir uns hier noch ansehen? Insekten, Junge. Menschliches Rätsel. Mensch oder Hühnerkloß? Mensch oder Hühnerkloß, okay. Das ist Max. Ich wollte eigentlich das dahinter angucken, aber anscheinend kann ich mir das nicht ansehen. Ist hier noch irgendwas, was ich mir ansehen kann? Ein Kopf. Also das ist es, was man mit dem dritten Präsidentschaftskandidaten macht. Hoho. Oh. Ich glaube, mehr können wir uns hier gar nicht ansehen. Das ist ein geschmolzener Eisblock. Bruno, der tiefgekühlteste Yeti. Okay. Gut, ich denke, können wir noch irgendwas mit den beiden besprechen? Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Mit mir. Mit ihm. Toll. Ich wette, das Leben ist für euch eine unglaubliche Qual.
Um ehrlich zu sein, nein. Sprech nur für dich selbst. Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von Natur aus grün und plastikartig. Grundgütiger, er ist nackt. Wie du auch. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Niedlich und knuddelig? Das würde ich eher zu dir sagen, wenn du nicht so, ja, so drauf bist, wie du drauf bist. Das könnte gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun, er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Was könnt ihr uns über Trixie erzählen? Sie ist eine sehr fürsorgliche, sensible junge Frau. Wenn ihr euch für so etwas überhaupt interessiert. Sie sang Folksongs mit den anderen Entarteten in ihrem Wohnwagen. Habt ihr je Folk aus New Jersey gehört? Nein. Ihr möchtet es auch gar nicht. Oh, da war noch etwas. Sie mag Männer, die der Freiheitsstatue ähnlich sind. Grün und rostig? Groß und beschränkt. Wer waren diese Kerle, in die wir vorhin beim Eingang gerannt sind? Welche Kerle? So ein kurzer Typ mit mächtig viel Haar. Der andere war so ein langer mit großen Händen. Oh, ihr müsst von dem international bekannten Plattenstar Conroy Bumpus reden. Und sein Assistent, Lee Harvey. Bumpus? Wer ist Conroy Bumpus? Er ist ein Strolch. Verrückt. Und ein Country-Sänger, um es auf den Punkt zu bringen. Er wollte Bruno und Trixie von uns kaufen. Junge war der geladen, als er herausfand, dass wir die beiden nicht mehr hier haben. Okay, wieso hast du gerade deinen Mund bewegt, ohne zu reden? Gut, dann... Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Gehen wir hier raus. So. Oh yeah. Gut. Erstmal raus. Ja, ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Für den ersten Part von Sam und Max. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr werdet dann beim nächsten Part von diesem Let's Play wieder mit von der Partie sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch bisher gefällt. Und ja, das war's soweit von mir. Und wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Also Leute, bis dann!